Auf der Bilanzpressekonferenz 2014 präsentiert die ÖBB, dass sich die Anstrengungen und Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre ausgezahlt haben. Die österreichischen Bundesbahnen agieren mit neuer Stärke. Wir sind hier gemeinsam angetreten, einen Konsolidierungsjob zu machen. Wir sind dabei sehr gut vorangekommen. Jetzt kommt aber nach dieser Phase der Konsolidierung die Zeit des Wachstums. Wenn man so will, jetzt geht es darum, in den nächsten 5 Jahren die Ernte gemeinsam mit unseren Kunden einzufahren. In einer Zahl ausgedrückt, das Konzernergebnis ist im vergangenen Jahr auf 102,5 Millionen Euro bzw. um 38% gewachsen. Das bedeutet, die ÖBB machen zum ersten Mal dreistellig Gewinn und schreiben damit zum zweiten Mal in Folge deutlich schwarze Zahlen. Haupttreiber waren auch im Jahr 2013 deutliche Ergebnisverbesserungen der Rail Cargo Austria AG mit einem EBT von plus 58,4 Millionen Euro sowie steigende Markterlöse der Personenverkehr AG in Höhe von 3,3%. Der Teilkonzern Infrastruktur AG schloss das Bilanzjahr 2013 mit einem EBT von 25,8 Millionen Euro ab. Auch die weiteren Kennzahlen des Geschäftsjahres 2013 sprechen eine deutliche Sprache. Wir haben mit 755 Millionen Euro ein EBIT erzielt, das höchste, das die ÖBB in ihrer Geschichte je erzielt hat. Das EBITDA zeigt, dass wir über die Abschreibungen hinaus positive Ergebnisse erzielen. So kommen wir auf ein Konzern-EBT von 102,5 Millionen Euro. Ich denke, dass diese Kennzahlen unser Ergebnis, unser stabiles und unser gutes Ergebnis in allen Belangen untermauern. Einer der entscheidendsten Aspekte des vergangenen Jahres war, dass das Eisenbahnfahren boomt. Es boomt auf großer Fläche und bei uns in unserem Portfolio spüren wir das ganz besonders im Nahverkehr. Wir haben dort eine Entwicklung, wo wir mittlerweile im dritten Jahr hintereinander festgestellt haben, dass die Bahn schneller wächst als der Verkehrsmarkt. Also wir rechnen also im Schnitt mit 0,75% Wachstum generell im Verkehrsmarkt. Im Nahverkehr sind wir hier 5% gewachsen. Wir haben das erste Mal die magische Grenze von 200 Millionen Fahrgästen im Nahverkehr im vergangenen Jahr überschritten. Im Fernverkehr blieben die Fahrgastzahlen trotz Wettbewerb auf der Weststrecke mit 34 Millionen stabil. Gesamt beförderten die ÖBB 2013 469 Millionen Fahrgäste mit Bus und Bahn, eine Steigerung von 4%. Die Güterverkehrssparte der ÖBB konnte 2013 ihr Ergebnis um 88% auf 58,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr steigern. Das ist deshalb eine positive Entwicklung, weil es nicht nur das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des ÖBB-Güterverkehrs gewesen ist, sondern weil wir hier auch im europäischen Kontext das beste Güterverkehrsergebnis aller Bahnen abgeliefert haben. Hier steckt ganz konsequent drinnen, dass wir diesen Weg Marge vor Menge konsequent weiter fortgesetzt haben, dass wir uns in einem sehr deutlichen Ausmaß auch von Geschäften getrennt haben, unser Portfolio verkleinert haben, klarer strukturiert haben. Wir wachsen deutlich schneller als andere Verkehrsträger und wir wachsen vor allem deutlich schneller als das allgemeine Wirtschaftswachstum. Also falls Bahn sowas wie ein Frühindikator ist, dann dürfen wir mit einem gewissen Konjunkturoptimismus in die Zukunft blicken. Trotz steigendem Wettbewerb im voll liberalisierten Güterverkehrsmarkt hat die RCG einen Marktanteil von 80,9%. Sowohl RCA als auch RCH bleiben in ihren Heimatländern jeweils klarer Marktführer. Im vergangenen Jahr haben wir ganz klar gesagt, wir wollen weiter die Produktivität unserer Mitarbeiter steigern. Das ist auf breiter Front gelungen und wir haben sozusagen keinen Versuch gemacht, noch einmal mit aller Gewalt die Headcounts zu reduzieren, weil zwei Dinge sind passiert. Wir haben 325 Leasing-Mitarbeiter bei uns aufgenommen. Wir haben gesagt, das ist ein Zeichen, das sind vollwertige Mitarbeiter, die sind länger bei uns im Haus, die sind damit in den Personalaufwand hineingewandert. Und wir haben ja anstelle einer in Bargeld ausgezahlten Lohnrunde im vergangenen Jahr die 38,5-Stunden-Woche realisiert. Mit Stichtag 31.12.2013 waren 39.513 Mitarbeiter im ÖBB-Konzern beschäftigt. Zusätzlich bilden die ÖBB aktuell als größter technischer Ausbildner 1.761 Lehrlinge aus. Die Anzahl der Führungskräfte wurde 2013 um weitere 5,8% auf 602 reduziert. Wir haben im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Euro in Österreich investiert. Wir haben die
in glasklaren Kundennutzen investiert. Wenn Sie sich die Projekte anschauen, das sind von Streckenbeschleunigungen bis neuen Haltestellen, Zugsicherungssysteme, ETCS. Wir haben Geld in den Ausbau unserer Güterterminals Inzersdorf, Wolfurt, Ludesch investiert, die in den kommenden Jahren fertig gebaut werden. Auch die Fortschritte bei großen Infrastrukturprojekten wie die Teilinbetriebnahme des Wiener Hauptbahnhofs Ende 2014 zeigen, die österreichischen Bundesbahnen bleiben dran. Die ÖBB wird profitabel wachsen. Die aktuelle Bilanz zeigt das in aller Deutlichkeit.